Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck. I don't always been one up on all of these boys. They be trying to front for all of these boys. I ain't got time cause they all in they feelings. I used to the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be there. Und damit Servus Sportsfreunde und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Marcel Reiter und heute nehme ich euch einen Tag lang mit, ja durch meinen Tag. Ich zeige euch, wie mein Tag so aussieht, um maximal Muskulatur aufzubauen. Was esse ich, wie trainiere ich, was mache ich sonst so. Falls du mich noch nicht kennst, ich habe vor 2 Jahren mit Fitness angefangen, war mega, mega dünn, wog auf eine Körpergröße von 1,70 Meter nur 47 Kilogramm. Und ich habe am Anfang sehr, sehr viele Fehler gemacht und sehr viel, ja, Gains liegen gelassen. Aber natürlich habe ich aus diesen Fehlern gelernt und diese will ich jetzt dir heute gerne mitgeben. Du kannst dich gerne von meinem Tagesablauf bzw. von den Gerichten, was ich dir heute zeige, inspirieren lassen, auch vom Training. Ich werde dir ein paar Tipps geben und dann würde ich sagen, wir labern nicht lang drum rum, sondern wir starten gleich rein mit dem Video. Let's go! So Leute, und wir starten gleich rein mit der ersten Mahlzeit und die erste Mahlzeit haben wir hier, der Klassiker von mir, French Toast, 5 Scheiben French Toast mit 3 Eiern, oben ein paar Erdbeeren, richtig nice, das geht echt mega schnell. Generell würde ich dir empfehlen, falls du Muskulatur aufbauen willst und du tust dir schwer, die Kalorien reinzubekommen, dann ess ein Frühstück, weil beim Frühstück kann man schon so viel Kalorien reinbekommen und falls du sagst, okay, ich kann nicht frühstücken, ich habe morgen keinen Hunger, dann trink einen Masse-Shake, mach dir einen Masse-Shake, oben bei dem I habe ich einen Masse-Shake verlinkt, schau gerne mal vorbei und dann passt es auch mit den Gains. So, ich werde mir das jetzt reinsnacken und nebenbei werde ich ein paar Trainingspläne erstellen für euch, weil auf das letzte Video habe ich so eine mega Nachfrage auf die ganzen Trainingspläne bekommen und ich komme fast gar nicht mehr hinterher, aber ich mache das gern für euch, wenn ihr Gains macht, das macht mir Spaß und falls du an der Stelle einen individuellen Trainings- oder Ernährungsplan haben willst, dann weißt du, was zu tun ist, schreib mir gerne auf Instagram und dann, ja, werde ich dir einen individuellen Trainingsplan erstellen. Boom, das Frühstück wurde natürlich vernichtet, es war mega, mega nice. Die Trainingspläne sind auch fertig geschrieben und für mich geht es jetzt ins Training. Und falls sich jetzt der ein oder andere von euch fragt, die was schon länger dabei sind, hey Marcel, du bist doch gar nicht in deinem Zimmer. Das habt ihr richtig gesehen, denn ich bin jetzt in einer eigenen Wohnung, beziehungsweise ich wohne jetzt in einer eigenen Wohnung und das heißt, die folgenden und kommenden Videos werden jetzt immer hier stattfinden. Ich muss auf jeden Fall noch Möbel einkaufen gehen, weil ich habe hier noch fast gar nichts. Deswegen werde ich euch eine Roomtour ersparen. Aber wie gesagt, für mich geht es ins Training. Ich bin richtig motiviert und dann würde ich sagen, let's go. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck. I don't always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money, yeah, they think that we dealing. They talking hot. Yeah, if they opponents and we won't stop till we all touch a million, they'll ever forgive, but we probably forgive them. I'm living, taking the cards that was given, my blessings is already written, wrapped little ribbon, putting ourselves in positions to making some major decisions. I started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, look, look. I'm trying to get where I'm going, but haters be trolling, that's where they f***. You got me right where you want me. I tell a ghost just duck, duh. Sending them shots, we send them back. Yeah, ain't really about that. Run, it's always bounce back. Need more hands just to count that. Stay on my belly, I need me more breeze. Just so we can get the team right. Loaded up fully, dogs on a leash. And you be knowing that's a scary sight. Don't happen overnight. Work smarter with some sacrifice. Sugar, spice, and everything nice. Mix it up, now you gotta swice. You bridging the gap, they wanna.
one is the rap, so fuck we back. Ayy, yeah. Drew need a plaque, we turn to the max and we never lacked. Ayy, yeah. Been in my bag, it's a drag, I'm feeling jet lagged. Ayy, yeah. Came back for vacay and I ain't unpacked, cause I'm going back, facts. Ooh, double the racks. So Leute, ich bin zurück vom Training und jetzt gibt's direkt den Post-Workout-Shake. Und zwar mache ich mir jetzt hier einmal in den Mixer rein hier eine Banane. Das sind so ca. 150 Gramm normalerweise. Dann gibt's ein bisschen Kreatin mit rein. Jeden Tag 5 Gramm Kreatin. Dann noch ein bisschen Whey-Isolat, beides von der Firma MyProtein. Werde nicht gesponsert, also bekomme kein Geld dafür. Ja, noch nicht jedenfalls. Und dazu gibt es natürlich einfach ein bisschen Milch, damit das Ganze einfach besser schmeckt. Und dann würde ich sagen, ja, mixe ich das alles zusammen und dann gibt es Post-Worker-Check. Nice, Alter. So Leute, fresh aus der Dusche zurück und jetzt gibt es ein richtig geiles Mittagessen. Wir haben es mittlerweile 2 Uhr und jetzt gibt es hier einmal Reis, den werde ich mir richtig schön abkochen. Dann dazu gibt es ein bisschen Hühnerfilet, so 100 bis 150 Gramm circa. Dann gibt es eine halbe Avocado und damit das Ganze nicht so langweilig ist, gibt es natürlich noch richtig geil hier Fajita-Gewürz dazu und natürlich auch für die Mikronährstoffe hier. Ich habe mich hier jetzt für ein bisschen Karotten, Erbsen und Mais entschieden. Das wird ein richtig geiles Meal. Let's go. Keep it a buck, I don't always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money and they think that we dealing. They talking hot, yeah, they opponents and we won't stop till we all touch a million, don't ever forget. So Leute, da haben wir es jetzt. Das Mittagessen, richtig nice. Schaut euch das an. Wir haben unten drunter richtig geil Reis, dann habe ich drüber einfach ein bisschen Hühnchen abgebraten, richtig geil mit Soße verfeinert und richtig geilen Gewürzen. Dann einfach ein bisschen ja, Mais, Erbsen und Karotten und dann auch hier ein bisschen Avocado. Ich finde, es ist einfach so ein klassisches Gericht, ja, aber es schmeckt halt auch einfach gut und es geht mega schnell, es kostet nicht viel. Und wenn man das richtig geil mit Gewürzen und Soßen verfeinert, dann schmeckt das auch gar nicht langweilig und dann schmeckt es auch richtig geil. Den Tipp kann ich euch auch an der Stelle einfach geben, versucht euer Essen einfach geil zu würzen mit geilen Soßen. Ihr seid im Aufbau. Ihr könnt ruhig Soßen verwenden. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Schaut, dass euer Essen gut schmeckt, weil dann könnt ihr auch mehr davon essen. Wenn euer Essen einfach langweilig schmeckt, ihr es überhaupt nicht würzt und nur Reis und Chicken esst, ja, dann ist es klar, dass ihr nicht so viel essen könnt und dass das dann auch keinen Spaß macht. Ja, verstehe ich komplett. Deswegen Soßen verwenden, Gewürze verwenden und dann passt das. Das lege ich mir jetzt rein. Und nebenbei werde ich eure ganzen Fragen auf Instagram wieder bearbeiten. Falls du generell irgendwelche Fitnessfragen hast, dann schreib mir gerne auf Instagram. Dann beantworte ich dir gerne diese Fragen. Dann würde ich sagen, Mahlzeit, ich habe Hunger. So Leute, jetzt bin ich fertig mit der Arbeit, die Trainingspläne sind fertig geschrieben und an euch rausgesendet worden und jetzt wollte ich mich mal bei euch bedanken an der Stelle. Vor 2 Tagen hatte ich noch 398 Abonnenten, heute sind schon 441 und es ging jetzt die letzten 2 Tage einfach so mega schnell. Ich grüße jeden neuen Abonnenten an der Stelle und natürlich die alten Abonnenten grüße ich genauso. Lasst uns dieses Jahr noch gemeinsam die 1000 Abonnenten schaffen, das wäre so geil. Also empfehlt diesen Kanal gerne euren Freunden weiter oder einfach Bekannten, die was ja auch Muskeln aufbauen wollen, die was Muskelaufbau-Tipps brauchen. Wir haben es mittlerweile 18 Uhr und ich werde jetzt noch eine Runde einkaufen gehen, weil ich brauche noch was zum Abendessen und dann wird es ein richtig geiles Abendessen geben. Bleibt auf jeden Fall dran. Keep it a buck, I don't always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time to say all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they know the subvision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walk in the villain. So, vom Einkauf zurück und jetzt gibt es hier richtig geil. Einmal Kartoffeln, ich werde mir hier so ja, Kartoffel-Wedges machen oder Kartoffelpommes und dazu werde ich als Dip einfach ein bisschen Cottage Cheese nehmen, ein bisschen Gewürze reinmachen. Die Wedges werde ich auch ein bisschen würzen. Dazu wird es noch ein bisschen Ketchup und ein bisschen Senf geben und das ist ein richtig geiles und schnelles Meal. Außerdem kostet es überhaupt nicht viel, also den Preis blende ich euch irgendwo oben ein. Einen geilen, hochwertigen Protein-Dip und dann würde ich sagen, let's go. Keep it a buck, I don't. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money, yeah, they think I...
Und da haben wir das fertige Gericht. Wir haben hier einmal Kartoffelspalten, schön knusprig. Hier habe ich ein bisschen Avocado noch. Das ist noch die andere Hälfte von Mittag, die esse ich jetzt noch. Dann habe ich darunter 250 Gramm Frischkäse, also hochwertige Proteine, eine mega große Portion. Und dann noch ein paar Tomaten oben drauf für die Mikronährstoffe und weil es einfach geil schmeckt. Und jetzt gibt es natürlich nur noch eins, der Live-Geschmackstest. Hier richtig schöne Kartoffel in den Frischkäse rein. Und jetzt rein damit. Einfach nur in Spalten geschnitten, ein bisschen Salz, Pfeffer drüber, ein paar Gewürze, was euch so schmeckt. Und dann einfach bei 180 Grad Celsius für 30 Minuten in den Ofen. So, das Abendessen wurde vernichtet, war richtig lecker. Und jetzt gönne ich mir noch zum Abschluss des Tages hier richtig nice hier Mars Eis. Das habe ich jetzt neu gefunden. Vielleicht gibt es auch schon ein bisschen länger, vielleicht kennt ihr das schon. Aber ich habe das gesehen und dachte mir einfach, das muss ich jetzt ausprobieren. Und generell mache ich es immer so, ich schaue, dass ich den Großteil meiner Ernährung gesund decke. Das heißt, über den Tag verteilt esse ich schon Obst, Gemüse, esse eigentlich vollwertige Lebensmittel, decke mein Protein. Und dann am Abend gönne ich mir einfach gern Eis rein, Schokolade, Schokomaiswaffeln oder was auch immer, ja, auf alles, was ich Bock habe. Hallo, einen McSunday mit Karamell. Macht euch nicht so einen großen Stress um die Ernährung. Viele Leute, ja, wenn sie mit Fitness anfangen, denken so, okay, ich darf jetzt nur noch Chicken, Reis und Brokkoli essen oder ich darf jetzt nur diese und diese Lebensmittel mehr essen und ich darf keinen Alkohol mehr trinken, ich darf keinen Zucker mehr essen und so weiter. Und dann schränken sie sich so sehr ein und dann lassen sie es gleich wieder nach 2-3 Wochen, weil sie sich einfach denken, okay, bei Fitness muss ich mich mega einschränken, das macht einfach keinen Bock. Schaut, dass ihr den Fitness-Lifestyle in euer Leben mit einbaut und nicht euer Leben so umkrempelt, dass ihr Fitness-Lifestyle führt. Auf gut Deutsch heißt das jetzt einfach, schaut, dass ihr die Basics macht, ja. Schaut, dass ihr genügend Kalorien reinbekommt. Wenn ihr zunehmen wollt, braucht ihr einen Kalorienüberschuss und wenn ihr abnehmen wollt, braucht ihr ein Kaloriendefizit. Und das zweite ist einfach, schaut, dass ihr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine esst, ja. Ob das jetzt vom Magerquark kommt oder von Hühnerfleisch, ist komplett egal. Wenn du jetzt zum Beispiel 100 Kilogramm wiegst, dann brauchst du pro Tag 200 Gramm Proteine und bist damit auf jeden Fall safe. Wie gesagt, das sind die 2 Faktoren, auf die ihr euch konzentrieren müsst. Kalorien und Proteine. Und der Rest ist wirklich nur Nebensache. Natürlich solltet ihr euch dann nicht den ganzen Tag von McDonald's oder von Burger King ernähren, ja? Ihr solltet schon den Großteil der Ernährung halbwegs gesund decken. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr euch hier ein bisschen Eis reinzieht oder hier mal einen Burger essen geht oder Pizza essen geht. Ganz im Gegenteil, es ist sogar richtig gut für euren Erfolg, weil ihr einfach langfristig dranbleiben werdet und ihr richtig Bock auf das Ganze dann habt. Das war's mit diesem Video. Die Kalorien von mir für den heutigen Tag blende ich euch irgendwo hier ein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne ein Like da. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere diesen Kanal jetzt gerne auf gönnemimbas. Weil ich veröffentliche jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video um 18 Uhr und diese solltest du besser nicht verpassen. Ich würde sagen, wir zwei sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, dein Gönne.